Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zurück bei Dead Age 2. Wir sind auf dem Weg Richtung Schmugglerlager. Wir wollen da eigentlich nicht wirklich hin, aber wir wollen natürlich zum verlassenen Camp, um zu gucken, wo der Freund von Sarah abgeblieben ist. Bis jetzt kommen wir eigentlich ganz gut voran. Hier ist nochmal eine Höhle. Munitionsmaneralien, Bedrohung, Wildtiere gering, Untote gering. Da gibt es Wasser, Schrott und Gedöns. Ich gehe mal, warte mal, Schrott brauche ich ja auch. Deswegen gehen wir jetzt mal hier hin. Braucht dringend Schrott, deswegen gehen wir zum Holzlager. Es sind mal wieder Wölfe da. Hiya, hiya, ho. Ich wechsle die Reihe nach vorne und sag mal Defensivstellung. Sie macht einmal hier einen auf Fokussieren. Und er hier macht einen umwerfenden Schuss auf ihn. So, sehr gut. Und dann schießt er gleich nochmal auf den ollen Köter hier. Leider nur ein Streiftreffer. Er hätte fast down sein können. Boah, ein kritischer Treffer. Beim Knurren. Ich hoffe, ich darf mir verarscht vorkommen. Kampfbereitschaft aktivieren. Und sie geht jetzt in die Reihe nach vorne. Und macht dann einen Klingenstoß. Das hat den ersten Wolf getötet. Und jetzt macht sie Verteidigung. So, Schrotflinte auf den Wolf da. Wieder nur ein Streiftreffer, schade. Der war besser. Au, au, au. Okay, immerhin haben die jetzt hier gerade eben nicht wirklich gut getroffen. Jetzt kann ich hier... Ja, jetzt habe ich ja eigentlich ziemlich gute Möglichkeiten, hier echt fett Schaden zu machen. 88 Schaden. Das tötet den auf jeden Fall. Dass ich daneben haue. Bäm. So muss das laufen, Leute. Und gleich nochmal. So, jetzt gibt es nur noch diesen ollen komischen da hinten. Reihe nach vorne. Ja, mich angeknurrt und ich natürlich Schaden bekomme, ne? Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Medizin nochmal ein, weil ich nicht schon wieder sterben muss. Kritischer Treffer. Na also, wir bekommen nochmal ein bisschen Zeug. Und können looten. Oh, das ist gut. Ein paar Fallenteile. Ein Silberring und immerhin ein Schrott. Wow, wir haben es geschafft. Wie ich hörte, hast du genügend Ressourcen, um den Gartenbau zu beginnen. Lass dir nicht zu viel Zeit damit, denn wir werden die zusätzlichen Wasser- und Nahrungsreserven dringend benötigen. Wasser und Nahrung nur über die Erforschung der Gegend zu ergaunern, wird nicht reichen. Ja, das glaube ich auch. Wie hat sie das eigentlich mitbekommen, dass ich diesen einen Schrott gefunden habe? Hat dieses komische Radio von ihr da irgendwie so einen Schrottsensor oder was? Okay, wir gehen jetzt hier hin. Ich ahne, dass es übel wird, das verlassene Camp hier zu durchsuchen. Verlassenes Camp. Knabber, knabber, wir hören es schon. Okay, ich darf erstmal looten, was ich cool finde. Oh Gott, kein Mensch weit und breit zu sehen. Ich hoffe, er lässt sich einen Hinweis finden. Der Gestank ist noch schlimmer geworden. Nicht auszuhalten hier. Weit und breit kein lebender Flüchtling zu sehen. Ich mache ihn jetzt, glaube ich, eher mal so ein bisschen so halb betrunken, den Lance, weil er sieht auch eher so halb besoffen aus. Wir werden meinen Freund schon finden. Nicht auszudenken, wenn er hier irgendwo verletzt herumliegt. Hier liegen überall Leichen herum, aber ich sehe keinen Verletzten. Ich glaube, ich höre da etwas. So allein sind wir gar nicht. Ich glaube... Das ist irgendwie sehr falsch, was wir jetzt hier gerade eben sehen. Nein, das sind so viele. Was machen wir? Jemand, der hat hoffentlich ein Talent in der Kunst des Überlebens. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Das ist mein Freund. Er wird gerade von diesen verdammten Leichenflatterern geplündert. Es tut mir leid, Sarah. Wir sind zu spät. Das sind keine Leichenflatterer. Das hört sich an wie Ghule, die ihn fressen. Ich lasse meinen Freund nicht zurück. Lass uns die Schweine fertig machen. Na toll. Sarah brüllt wie eine Furie. Die Plünderer sind auf euch aufmerksam geworden. Super. Wir hätten das ja auch strategisch machen können. Schnorchelhonsel meint,
Was wollt ihr hier? Die Leiche bekommt ihr nicht. Das Sturmgewehr ist jetzt unseres. Wenn ihr uns angreift, werdet ihr sterben. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Verdammt, was sollen wir tun? Die Plünderer sind bis an die Zähne bewaffnet. Das wird kein leichter Kampf. Lance steht wutentbrannt an der Seite. Scheinbar steht er ebenfalls unter Schock. Er will zu seinen Waffen greifen und hat wohl kein Problem damit, sich in den Tod zu stürzen. Aber ist es das wirklich wert? Ja, wir greifen an. Yeah, sie bekommen dadurch gleich ein Level up. Okay. Und er ebenfalls. Also, wir machen diese Plünderer hoffentlich fertig. Das sind schon mal drei Leute an der Front. Deswegen mache ich jetzt schon mal einen Streuschuss. Bam! Gott, haben die viele Hitpoints. Sie geht eine Reihe nach vorne und macht dann jetzt hier eine auf Verteidigung. Ist ja auch deine Idee gewesen, Trulinchen, ne? So, Streuschuss. Das war schon mal ganz brauchbar. Uiuiuiuiui. Zum Glück hat er einiges hier gerade eben getankt. So, Sarah hat noch genügend Attacken frei. Oh, das ging daneben. Wir haben auch noch genügend Hitpoints. Ich mache diesen umwerfenden Schuss jetzt auf den hier. Haben wir schon mal einen erledigt. Angriff. Wie die aussehen, ey, diese Plünderer, ne? Die sehen einfach nur dumm aus, diese Typen. Umwerfender Schuss. Irgendwie hat das den... Es hat anders funktioniert, als ich gedacht habe. Oh. Den Turm wollte ich echt jetzt hier nicht schießen lassen. Aua. Wow. Au, au, au. Sag mal. Sarah. Wir sind schon ziemlich im Arsch. Das ist dir hoffentlich aufgefallen, ne? Okay, also Sarah scheint jetzt hier echt wie eine Furie sich hier durchzumessern. Ich habe noch ein paar Hitpoints. Ich mache jetzt hier auch nochmal einen Schotti-Angriff auf... Ah ne, das... Doch, das lohnt sich. So, der ist jetzt hier down und Lance muss auch dringend Medizin nehmen. Schotti auf... Die da. Das war sehr gut. Kritischer Treffer. Wir bekommen jedes Mal Schaden. So, sie macht jetzt eine Attacke auf die. Und gleich nochmal. Oh, sie ist fast down. Das kann ich nicht erlauben. Okay, ich wechsle jetzt die Reihe nach vorne und mache jetzt hier einen Schlagangriff auf sie. Dann ist die hier schon mal weg. Lance lebt auch noch, geht auch noch nach vorne. Schlagangriff auf sie. Sag mal, ey. Das ist der Debuff, den wir da haben. Der ist gerade eben echt übel. Puh, zum Glück leben wir noch. Der hat leider das geblockt. Okay, jetzt macht sie die hoffentlich fertig. Naja, fast. Wir haben es geschafft. Das Training wird sich hoffentlich auszahlen. Ja, das hoffe ich auch. Und jetzt bekommen wir so einen läppischen Loot. Ah, okay, es ist ein bisschen mehr. Wir bekommen einen richtigen Verbandskasten. Ein AK-Sturmgewehr. Fünfmal noch Materialien und einen Dreiturich. Oh, wir sind hier noch nicht durch. Sie lootet noch mehr und wir bekommen fünf Wasser. Okay. Wartet, lasst mich wenigstens eine Leiche begraben. Natürlich, wir warten so lange. Wir haben ja noch 4 Stunden Tag. Nachdem ihr den Freund von Sarah begraben konntet, kommt Lance auf dich zu. Da wir jetzt Zeit haben, über meine Aufgabe zu reden, sollten wir das schnell tun, Lucky Bee. Mein Vorhaben ist auch nur was Kleines. Dann schieß mal los. Für die kleinen Geschütztürme brauchen wir Technikermunition. Und ich habe eine Idee, wo wir diese reichlich herbekommen. Ja, im Bunker. Und welchen Haken gibt es bei der Sache? Zuerst einmal müssen wir den Code des Bunkers herankommen, der in den Händen einer Patrouille der Schmuggler ist. Sie werden Schlüssel garantiert nicht freiwillig rausrücken, aber wenn wir nachts angreifen, können wir sie überraschen. Ich habe dir 3 Punkte markiert, wo sich die Patrouille befindet.
Okay, ja, nachts wieder mal. Die Schmuggler, okay, woher weißt du das? Meine Informanten, was? Meine Informanten würde ich gerne für mich behalten. Wir müssen da ja nicht sofort hin, aber wenn dir mal die Technik und Munition ausgeht und du zu faul bist, welche zu craften, sollten wir die Gelegenheit nutzen. Okay. Boah, ey, wir sind aber jetzt schon echt runtergeflext, dass es kracht. Und wir haben eine ganze Menge cooles Zeug. Ich guck mal gerade eben auf die Quests. Camp Quests. Der kleine Garten Eden. Dafür habe ich tatsächlich eigentlich alles. Wir haben alles tatsächlich. Handel mit den Unabhängigen haben wir natürlich noch nicht gemacht. Der Bunker, ja, milde Gabe ist natürlich... Ach, die Quest haben wir übrigens immer noch, wie ihr seht, ne? Die ist immer noch da, diese Quest. Okay. Okay, okay, okay. Kann ich jetzt eigentlich auch mal Level upen? Nee, es geht hier nicht. Ich bin jetzt halt echt am Überlegen, wie ich jetzt hier vorgehen soll. Ich kann natürlich jetzt auch noch zu denen gehen. Oder hier hingehen. Aber nee, ich will einfach kein Risiko mehr eingehen. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause, Leute. Wir gehen einfach mal nach Hause. Ja, wir gehen nach Hause. So, endlich mal was anderes hier sehen. Ja, da sind wir wieder. Wohl zu etwas in uns. Wohl so etwas wie unser Zuhause. Sarah hat den ganzen Tag kaum noch geredet. Ich danke euch, dass wir wenigstens meinen Freund begraben konnten. Ich muss den Schock erstmal noch verkraften. Naja, verkraften, genau. Hey, Lucky B, ich wollte dir noch ein paar Hinweise zu den den nächtlichen Reisen geben. Des Weiteren wäre es gut, wenn du Stoffhose bauen könntest, um jemanden damit auszurüsten. Solche Kleidungen sind zum Überleben elementar wichtig. Ja, nackig draußen rumlaufen, dann beißt dir der Zombie in den nackten Hintern, ne? Erfahre mehr bei mir an der Bar. Okay, wir gehen als allererstes auf jeden Fall jetzt mal an die Bar und schließen unsere Queste ab. So, der kleine Garten Eden. Trish. Ich habe nicht viel Zeit, mit diesem Garten zu bauen. Gut, dass du gekommen bist. Achso, warte mal, ich muss den erst noch bauen. Ich bin ja doof. Also gut, wir bauen diesen Garten Eden. Und craften ihn. Jawollo. So, Tag 5. Danke dir für die Errichtung des Gartens. Das ist wirklich eine kleine Belohnung wert. Du erhältst zusätzlichen Schrott und ein paar Dollar von mir. Höchstpersönlich. Ja, den Schrott hättest du mir ja geben können, um diesen Scheißgarten zu bauen. Sag's ja nur. Der kleine Garten Eden. Jawohl, wir haben es geschafft. Es gab auch mal Bonus-XP. Wir sind auch wieder voll geheilt, was toll ist. Das tue ich gerade eben mal. Wir könnten das sogar schon auf die nächste Stufe bringen. Das ist bereits gebaut. Man kann das Ding tatsächlich jetzt eigentlich sogar noch weiter ausbauen für noch mehr Nahrung. Ich habe auch gerade eben eigentlich nicht so viel Zeitdruck, ne? Der Bunker ist nicht auf Zeit. Milde Gabe ist nicht auf Zeit. Das ist auch nicht auf Zeit. Nebenjobs haben wir gerade eben noch keine. Komm, lass den kleinen Garten Eden bauen. Ach, jetzt muss ich mal den Gärtner machen. Ja, so. Wir gärtnern. Jetzt ist es erstmal wieder Nacht. Lucky Bee, wenn die Überlebenden an Erfahrung gewinnen, denk immer daran, ihre Talente zu steigern. Du kannst so neue Kampfskills erlernen oder auch die Jobs weiter steigern, um zum Beispiel Jäger, Doktor oder Ausrüster zu werden. Nur mit verbesserten Talenten aller Überlebenden wirst du die kommenden Herausforderungen meistern und die Jobs nutzen können. Ja, I know. Das ist auch eigentlich mein Plan, aber ich habe momentan einfach keine Punkte. Ich habe keine Punkte, das ist das Problem. Gut, dann beenden wir das. Also gut, wir haben jetzt den Garten hier gebaut. Und wir haben gegärtnert. Ah. Kann ich sie gärtnern lassen? Aha, okay, ich kann die auch wirklich jetzt hier dazu assignen. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, das ist sehr, sehr praktisch. Kann ich dich hier... Kann ich hier das da bauen lassen? Jawohl, er baut jetzt das Ding ja tatsächlich für mich hier auf Level 2, auf Raum Level 3 aus. Das ist gut. Also ihr seht jetzt, die beiden sind jetzt hier am Werkeln.
Und ich selber kann jetzt mir mal den Schlafraum anschauen. Ich kann mich ausruhen, das kostet Wasser. Ich kann aber das Ding hier upgraden. Also ich könnte es, wenn ich die Ressourcen dazu hätte. Okay, dann gucke ich mal hier in die Funkstation. Ich habe Geld. Ich kann einen Scout holen. Das kostet nämlich Geld und ein bisschen Nahrung. Bekomme ich Ressourcen gescoutet. Okay, das hier bringt mir momentan auch nichts. Ich gehe jetzt erstmal hier nochmal in die Bar. Der Ausrüstung. Ich rede mit Jack. So, optional rede mit Jack über mehr Informationen an der Bar. Also gut. Nachts. Was passiert nachts da draußen? Nachts ist es brutal. Es gibt deutlich mehr Untote. Du wirst also nicht so weit kommen. Schon gar nicht, solange du dich gut ausgerüstet bist. Und die nächtliche Basis? Welche Hinweise kannst du mir über die Basis nachts geben? Nur selten wird am Abend etwas Neues passieren, sodass du Zeit haben wirst zu überlegen, ob du etwas in der Basis craften oder Räume bauen willst. Inzwischen seid ihr drei Mitglieder des Camps und somit hast du auch die Chance, gleich drei Jobs auszuführen. Das habe ich schon rausgefunden, mein Lieber. Ich bin dir weit voraus. Du musst dir also gut überlegen, willst du plündern gehen, um an mehr Ressourcen zu kommen, oder willst du lieber etwas in der Basis bauen, sodass du später besser gerüstet bist? Wäge daher gut ab. Okay, Raum ausrüsten. Was bringt mir der Ausrüster? Jedes Kleidungsstück reduziert deinen Schaden im Nahkampf und Fernkampf. Deshalb ist es wichtig, dass du dich darum kümmerst, dass deine Leute zumindest eine Grundverteidigung haben. Wenn du den Garten erschaffen hast, solltest du dich um den Ausrüster kümmern. Denn Verteidigung kann Leben retten. Du wirst wie beim Garten auch Material und Schrott brauchen. Natürlich kannst du auch Kleidung bei deinen Erkundungen finden, zum Beispiel bei Leichen oder in Rucksäcken. Aber beim Ausrüster kannst du dir Ausrüstung mit höherem Level craften, was einen Bonus verschafft. Okay, Gespräch beenden. Danke für die Diskussion. Gut. Der Ausrüster. Schmied, Waffenbauer, Ausrüster. Gehen wir mal zum Ausrüster. Mir fehlt tatsächlich ein bisschen Material, um das zu machen. Ihr seht aber, ich könnte dann tatsächlich hier schon interessante Sachen herstellen. Stoffhose mit Rüstung 1. Wahnsinn. Alles klar. So richtig feine Klamotten könnten wir sogar herstellen. Hier gibt es dann Helme. Eine Militärmütze. Ja, eine Militärmütze. Weil so eine Mütze aussieht. Schuhe. Militärschuhe. Abenteurer und einfache Schuhe. Okay, ich kann das aber momentan einfach nicht machen, weil mir Zeug fehlt. Okay, kann ich hier nochmal was hinmachen? Ich glaube, ich kann jetzt auch einfach mal Wache stehen, oder? Nee, kann ich nicht. Okay, ich kann nicht Wache stehen. Halten wir das mal für uns fest. Medizinlabor, was kann ich da machen? Noch nicht gebaut. Also man sieht, es braucht alles dasselbe Zeug. Oh Gott, ist das teuer. Allein so ein einfacher Dingens herzustellen. Beim Schmied. Das haben wir schon gemacht. Ich guck mal, ob ich jetzt... Nee, wir haben keine leeren Patronenhülsen. Okay. Ja, dann gehe ich zur Funkstation, damit ich irgendetwas tue. Ja. Ich möchte wissen, wo Medizin rumliegt. Es gibt keine aufdeckbaren Fundorte dieser Sorte. Toll! Danke für gar nichts. Nahrung. Tag 6. So, wir haben jetzt hier ein paar Nahrungspunkte gefunden. Oh Gott, der Typ schon wieder. Fernando Torres. Ah, buenos dias, Senor. Ich habe wichtige Geschäfte, die ich dir gerne erzählen will. Wer zum Teufel bist du? Oh, Tessa ist auch da. Ich bin Tessa. Wir haben ein kleines Problem. Unser Flüchtlingslager wurde dem Erdboden gleichgemacht. Es war schrecklich. Wäre gut, wenn du da gleich mal an die Bar kommen kannst, Lucky Bee. Es ist dringend. Jetzt hast du mehr Überlebende in deiner Basis. Mit mehr Überlebenden in der Basis steigt auch die Verantwortung. Deshalb baue uns einen Jagdstand, um die Leute mit ausreichend Nahrung zu versorgen. Für mehr Informationen rede mit mir an der Bar. Ja, das werde ich bestimmt tun. Das habe ich ihn jetzt erstmal dabei. Kann ich nicht die anderen Leute auch noch in die Gruppe nehmen? Ich möchte sie gerne in die Gruppe nehmen. Ah, sie ist jetzt in der Gruppe, okay. Und was kann die Tessa? Sie kann nicht hinzugefügt werden, aber ich kann ihn hinzufügen, okay. Also Tessa kann nicht hinzugefügt werden, aber ich will auf jeden Fall mit drei Leuten draußen rumlaufen, sonst ist man ja schnell tot. Also gut. Die Tessa ist garantiert wieder gebissen, das kennen wir ja. Tessas Infizierung, genau.
Also, das kennen wir ja schon. Ich lese es aber trotzdem vor. Mir ist immer noch kotzübel vor dem bestialischen Gestank da draußen. Weißt du, wie sehr sich dieser Geruch multipliziert, wenn da überall um dich herum Leichen hast? Es ist nicht mehr zu ertragen. Ich war mein ganzes Leben seit den letzten 10 Jahren eigentlich nur in einen feinen Wattebällchen eingepackt. Deswegen bin ich überhaupt nichts gewöhnt. Man will sich wohl nicht daran gewöhnen, ne? Buenos dias, Senor Lucky Bee. Ich bin staubig blutig und habe mir eine Auszeit nach den ganzen Strapazen verdient. Für Urlaub haben wir leider keine Zeit. Ich habe gehört, dass euer Flüchtlingslager im Erdbogen gleich gemacht wurde. Sieh, schlimme Dinge sind passiert. Aber das Leben geht irgendwie weiter. Ich hätte da ein interessantes geschäftliches Angebot für das Camp. Moment, ich bin nicht hier, um Geschäfte zu machen. Die Angelegenheiten von Sarah scheinen dir wohl irgendwie wichtiger zu sein. Er meint wohl eher Tessa. Bitte, dann sag Adios zum Geschäfte deines Lebens. Lass uns über dein Problem reden, Tessa. Entschuldigung, lass uns über dein Problem reden, Tessa. Ja, wir reden über den Angriff. Es war schrecklich. Sie kamen nachts, haben angegriffen. Überall war Blut und Leute wurden gebissen. Die Bisse waren tief. Ja, das Übliche. Okay, schlimm. Talente von Tessa. Was kannst du denn so, Tessa? Ich bin früher viel mit meinem Dad in den Wäldern herumgestreift und habe Pilze gesucht. Da habe ich Schießen gelernt, denn wir haben immer Pilze mit dem Gewehr gesucht. Spaß beiseite. Also sie ist gut im Schießen. Also sie scheint eher so die Naturdame zu sein. Und ich rede noch ganz, ganz kurz mit Fernando. Bla, bla, bla. Das kennen wir ja schon. Bup, bup, bup. Und was ist mit ihrem Freund? Was genau passiert mit deinem Freund? Mein Freund sollte mich eigentlich beschützen, aber der Versager hat's nicht hinbekommen. Der Drecksack hielt es nicht einmal für notwendig. Er rannte... Oh, ja, geil. Er wusste, das ist so geil, dass es sogar wirklich in die Richtung geht. Ich wollte das eigentlich gerade eben hier so um dich, ne? Er rannte wie von der Tarantel gestochen sofort weg, als er es losging. Da war er für mich gestorben. Völlig egal, was mit ihm passiert ist. Er ist tot. Meine Rede, dagegen stand ihr als stolzer Guerrero zur Seite, also Fernando. Als ich diese wunderschöne Frau sah, hatte ich nur einen Wunsch, sie zu beschützen. Das stimmt, ich kannte Fernando früher nur flüchtig aus dem Lager. Als die Zombies über mich herfielen, kam er rüber und fing an, seine Magazine zu verballern. Ich hätte das sonst niemals überlebt. Aber du siehst nicht gut aus. Die Bisse... waren wohl zu viel für dich. Das ist richtig. Ich brauche dringend ein Gegenmittel und Zuwendung und jede Menge Freizeit. Ich kenne noch die Geschichten von Jack, wie sie damals das Gegenmittel erfunden haben. Zomdex ist teuer, aber es kann solch eine Infizierung stoppen. Und ich bin mir sicher, dass ich es wert bin. Deswegen solltet ihr euch beeilen, damit ich es schnell bekomme. Okay, Zomdex. Du möchtest also, dass wir ein sehr, sehr teures Gegenmittel gegen die akuten Zombiebisse für dich finden? Wir müssen, sonst ist ihr Hündchen ohne Herrin in weniger als 72 Stunden. Ich habe auch einen Plan. Ich kenne ein paar Leute beim Militär. Du willst sicher fragen, ja, das kennen wir jetzt schon, bla bla bla, wir sollen da hingehen und dabei auf dem Weg am besten wieder krepieren. So, na gut, na gut, na gut, bla bla bla, Gespräch beenden. Ja, gut, jetzt soll ich hier noch mit ihr über den Jagdstand sprechen. Infos zum Auftrag. Was sollte ich beim Jagdstand beachten? Ein Garten gibt uns viel Wasser, aber nur ein Mindestmaß an Nahrung. Wieso gibt er eigentlich viel Wasser? Verstehe ich nicht ganz. Es wird nicht reichen, um größere Truppen zu versorgen. Dafür brauchen wir einen Jagdstand. Wir bauen also Wasser an. Hätten wir da nicht besser einen Teich angelegt, liebe Trish? Oder bauen wir Melonen an, sukkulente Pflanzen, ne? Also Kakteen, Melonen, Zucchini, Gurken, da bekommen wir Wasser her. Ich hab's verstanden, alles klar. Gut, ich wollte eigentlich das Jagen anklicken. Kann ich nicht einfach in der Wildnis jagen gehen? Gerade im Wald kannst du auch Wild erlegen, um nach Nahrungsrationen zu gelangen. Im Endeffekt wird sich jedoch der Jagdstand auszahlen, wenn du genügend Überlebende in der Basis hast, die einen Job ausführen können. Okay, soweit, so gut. Das haben wir verstanden. Wir sollen also tatsächlich, kann ich eigentlich jetzt hier auch Leute noch arbeiten lassen tagsüber? Müsste doch eigentlich gehen. Guck mal gerade hier. Kann ich sie assignen? Ach, Party ist voll. Ach nee, ich möchte, dass sie das macht. Jawohl, geil. Das kann man tatsächlich machen. Kann die Tessa irgendwas tun? Nein, die feine Dame kann natürlich original gar nichts tun.
Okay. Aber sie macht jetzt erstmal weiter hier mit Wasser. Das löst schon mal ein paar von unseren Problemen. Jetzt gucke ich gerade eben mal hier auf die... Oh, verfügbare Skillpunkte. Ach, da stehen die doch. Ich bin so doof. Ich habe eine ganze Menge Skillpunkte. Gut, wir haben jetzt hier mal Nahkampf noch weiter verbessert. Ich bin so dusselig, ey. So, Biologie. Erhöht den Joblevel des Arztes und schaltet neue Crafting-Rezepte frei. Erhöht die Chance, bei Medizin-Events erfolgreich zu sein. Okay. Ich gehe jetzt hier immer weiter voll auf Nahkampf, ohne Witz. So, Fernando hat keine Skills. Er hat 20. Will ich hier bei der Schrotflinte weitergehen? Schaden 150% erzeugt Verkrüppelung. Zerberstende Schuss. Er kann hier ein kleines Geschütz aufstellen und Rauchgranaten auf alle Gegner. 80% Machtschaden. Blendung und so weiter und so fort. Hey, nice. 7 Punkte hat er jetzt hier noch. Das geht hier nicht, okay. Okay, also wir haben gerade eben uns ordentlich nach oben gelevelt, Leute. Sehr, sehr gut. Und sie hat ja, glaube ich, auch noch ein paar Punkte. Also gut, ich gebe jetzt ihr noch ein paar Biologie-Skills. So. Gut. Das übernehmen wir doch glatt mal. So, dann müssen wir tatsächlich uns überlegen, ob wir wieder rausgehen. Wohin? Da sollen wir ja eigentlich hin. Da will ich eigentlich hin. Da müssen wir hin, um Tessa zu retten. Da werden wir uns wohl nächstes Mal drum kümmern müssen, liebe Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und ade.